Hallo Bischof, ich habe eine Frage. Und die wäre? Woher weiß man, dass Jesus am Weihnachten geboren wurde? Wurde er doch gar nicht. Warum feiern wir ihn dann zum 25.12.? Weil das ist der Sonnengott-Geburtstag, der Tag der Wintersonnenwende. Den haben die Römer schon 500 Jahre vor Christi gefeiert. Und wir wollten das einfach mal zusammenlegen. Wir müssen die Macht festigen. Ich kann doch nicht einfach meinen Geburtstag verlegen, aber ihr den von Gottes Sohn? Wir sind die katholische Kirche. Wir dürfen das. Der Papst ist der Stellvertreter Gottes. Deswegen habt ihr den Sabbat auch auf den Sonnengotttag verlegt. Genau. Aber der Sonntag ist doch der erste Tag der Woche. Auch das haben wir verändert. Er ist jetzt der siebte Tag der Woche. Aber bei vielen Vertauschten habt ihr vergessen, den Mittwoch mit dem Donnerstag zu vertauschen. Warum habt ihr das vergessen? Ich muss los, Weihnachtsbaum holen. In Jeremia 10 steht doch: Denn die Satzung der Völker sind Nichtigkeit, denn der Holz ist es, das einer aus dem Wald gehauen hat, ein Werk von Künstlerhändlern mit dem Beile verfertigt. Er schmückt es mit Silber und mit Gold, mit Nägel und mit Hämmern, befestigen sie es, dass es nicht wanke. Es reicht, ich sag das nachher dem Weihnachtsmann. Der kommt dann mit der Rute an. Ach, damals Knecht Ruprecht, der Kinder im Jahr 2021 verwünscht haben soll und das Kinderwerk zur Unterstützung erzieherischer Maßnahmen herangezogen wurde? Raus! Ich rufe jetzt den Papst an und du wirst exkommuniziert. Macht nichts, ich bin und bleibe ein Kind Jahwes, meinen himmlischen Vaters. Das war's mit dem Video, Shalom.